Mach ihn nieder! Boah, ich wollte gerade weglaufen. Mach schon, schade. Der Kampf war viel zu früh vorbei. Ach so, der war zu früh vorbei. Ja, dann, so. So geht das mit den Kämpfen, die nicht ganz so früh vorbei sind. So. Nein. Warte. Hier, den möchte ich. Ich möchte... Kann ich nicht looten. Okay. Hey, da ist ein... Da ist ein Kreuz. Bestimmt aus dem Blut der Schildkröte, die irgendjemand hier umgebracht hat. Ja, wir kriegen einen Schatz. Juhu. So, rein da und raus da und rein da und raus da. Ich freue mich übrigens, dass wir immer noch neue Landstriche erforschen können. So. Auch wenn wir hier auf Kieler schon waren. Morgens Schatz. Ach, sieh mal einer an. So, was haben wir denn da? Grog, Wladimir Rübner, toll. War ja klar, Captain Morgens Schatz ist eine Kiste voller Schnaps. So, hier können wir nicht Bescheid sagen. Toll. Aber egal, solange uns das heilt, ist mir das auch Wurst. Und Hauptsache, wir haben den Schatz gefunden, das soll mir auch schon reichen. Einmal Knochen, wow. Geile Wächterbelohnung. Ist hier denn irgendwas? Das sieht so aus, als... Nein, da ist nichts. Hätte sich gerade angeboten. Was? Zeig's ihm! Okay, man kann also immer auf jeden Baumstamm drauf, wie es aussieht. Kämpf endlich! Ekelhafte Vielbeiner. So, dann gehen wir mal hier oben hin. Aber cool mit den Baumstämmen, ne? Dass die hier überall so als Brücke fungieren und überall so rumliegen. Yeah. Ich brauche mal ein Mauspad hier übrigens. Zeig's ihm! Oh. Oh. Au! Pass doch auf, was du machst! Ah, das ist eine andere Spinne, okay. Noch ein Soldat des Orakels. Schade, der Kampf war viel zu früh vorbei. So. Soldat des Orakels. Ich frage mich, was das heißt. Also ich weiß schon natürlich, was ein Soldat ist. Ich weiß auch natürlich, was ein Orakel ist. Ich frage mich nur, wer und wo das Orakel ist. Und offenbar sollen wir wohl alle 5 finden und umbringen. Jetzt haben wir schon 2 davon niedergemacht. Wir sind wahrscheinlich eh zu weit entfernt. Da oben wäre nochmal interessant. Ich weiß noch nicht, wo wir da oben hinkommen. Hm. Nicht stolpern. So, eine wichtige Muschel. Die nehmen wir natürlich mit. Da hinten sehe ich es gelb durch den Busch lugen. Aber das sind nur irgendwelche Blätter. Nimm dich in Acht. Mach ihn nieder! Das war's doch. Pass doch auf, was du machst. Der Matt kriegt ständig aufs Maul, aber der hat's auch verdient. So. Ich glaube, die ganzen Pflänzchen würde ich ohne den Blick überhaupt gar nicht sehen. Die sind teilweise so gut versteckt. Na, ich hab doch zugehauen, ich hab doch zugehauen, lass mich. Mach ihn nieder. Das heißt, hier könnte irgendwo noch ein Soldat des Orakels stecken. Da oben geht's wieder auf den Baum. Na, ich ahne was, ich ahne was. Ich erkenne ein Muster. Und Spinnen, erkenne ich auch. Und ich erkenne auch einen Soldat des Orakels. Mist, Kampf endlich! Ach komm. Los doch! Ich hab die nochmal gepult gerade.
auch zugeschlagen. Dem haben wir es aber gezeigt. So, haben wir die? Die haben wir schon gelootet. Da unten, die haben wir eben gerade gelootet. Da, die, da ist der Sack hinten aufgeplatzt. Der Spinnensack ist aufgeplatzt. Und da ist noch ein Schatz, wie geil. Ich frage mich, wer das Orakel ist. Und ich frage mich, wer hier liegt. Steht das da drauf? Nein. Vor allem, was ist das für ein Ort für einen Schatz? Markiert durch ein Kreuz und viele Steine, das ist doch sehr auffällig. Weg damit! Rein da! Und weg damit! Und rein da! Und natürlich wieder weg damit. Was finden wir? Der Schatz von Captain Finch. So, schauen wir mal. Gold, Silberteller und eine Piratenflagge. Hat schon so manchem Seefahrer eingeschüchtert. Schön. Und 440 Ruhm. Noch schöner. Gefällt mir sehr gut. Ich bin ein bisschen ruhmgeil, fürchte ich. So, vielleicht können wir jetzt auf diesen verworrenen Geäst rumklettern. Das scheint ganz gut zu gehen. Und mich durch. Wir mach ihn nieder! Alter. Mit ihren acht Beinen wäre sie mal lieber davon. Schau dir das an. Der Tempel. Wir sind fast am Ziel. Ich kann die Reichtümer schon förmlich riechen. Wir müssen weiter in den Tempel hinein. Schnell! Wieso schnell? Jetzt bleib mal geschmeidig. Wenn wir es jetzt überstürzen. Außerdem haben wir dich doch eh schon seit Ewigkeiten am Arsch. Mistpi! Kämpf endlich! Da. Mit ihren acht Beinen wäre sie mal lieber davongerannt. Ich finde es schön, dass die Begleiter, die man so hat, mit denen man immer kämpft, dass die dann doch schon so zwei, drei Sprüche haben statt zehn. Das finde ich toll. Da ist die Abwechslung richtig, ist ein richtiger Garant für Abwechslung. Hier ist also der Tempel. Ich weiß gar nicht, ob ich hier rein soll, ehrlich gesagt. Da ist noch ein Häuschen. Fast glaube ich, wir hätten. Oh. Mistvieh. Nein! Ist manchmal wirklich verwirrend. Ich sollte vielleicht doch öfter mal beim Schwert bleiben. Manchmal komme ich mit dem Feuerball nicht klar, vor allem wenn der Gegner zu nah ist, dann sollte man immer auf Schwert schalten, wie es aussieht. Ich habe Angst, dass hier überall Fallen sind. Los doch! Voller Biest! Au! Mit ihren acht Beinen wäre sie mal lieber davongerannt! So, ein Portalstein. Yeah! Yeah! Und ein Sarkophag, wo bestimmt ein Skelett drin ist oder irgendwas. Oder eine Jade-Statue. Was macht denn die? Eine Statue aus Jade. Hm. Ich habe kein gutes Gefühl dabei, den Tempel zu plündern, ehrlich gesagt. Zeig's ihm! Seit der Krabbenküste mache ich um alte Tempel lieber einen großen Bogen. Da ist es endlich! Was denn? Na, der Tempel! Das sehe ich. Und weiter? Er muss doch voller Schätze, Gold und Geschmeide sein. Naja, wenn ich mich so umsehe, sehe ich nicht viel von deinen großen Reichtümern. Sehr viel Dreck und Staub von tausenden von Jahren liegen hier. Dann muss man eben alles wieder freiräumen. Irgendwo hier liegen unendliche Reichtümer. Ich weiß es. Wenn du das sagst... Ich werde sie finden. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Mach das. Ich bin dann mal weg. Was? Ja, geh nur und danke für deine Hilfe. Ne. Scheißvieh. Mach ihn wieder. Das war's dann wohl. So, das ist keine Orakelspinne gewesen. Wir sind mattlos. Wir sind mattlos.
Irgendwo hier muss es sein. Ich weiß es, ich weiß es. Ja, wir sind mattlos. Wir sind erfolgreich mattlos geworden. Das ist der größte Schatz, den wir hier im Tempel finden können. Ich freue mich schon drauf, wenn wir den bald tot wiedersehen. Altes Wissen. Mich deucht. Hier sind Ghule. Was hast du denn damit vor? Eine Voodoo-Puppe, Fluch der Schwäche und eine Geisterblume. Dahinter, aber wie kriegt man diese Tür hier auf? Oh, entschuldige. Sockel. Ah, die Jade-Statue. Da haben wir wieder... Na, ein Spinnensäckchen. Mit ihren 8 Beinen wäre sie mal lieber davongerannt. Ja, ja. Aus deiner Haut nehme ich meine Mütze. Vermisst man da fast schon wieder. Mistpi. So, kleiner Schweinepriester, das war er. Kann mir aber vorstellen, dass das noch nicht gewesen ist. Zurück in den Schatten mit dir! Das gibt's doch nicht! Scheiße. Oh oh. Der steht aber wieder auf, ne? Der ist ja nur bewusstlos. Das hat wehgetan. Na, Gott sei Dank. So, ich knopse mir mal 2 Äpfel rein. Boah, der hat mich aber auch gut erwischt, der Wächter. Krass. Das passiert mir sonst nie. So, Jade-Statue. Ach, jetzt kommen wir quasi dahinter. Ich habe im... Achtung! Ich rechne hier die ganze Zeit ehrlich gesagt mit Fallen. Ja, spring in meine Klinge, Dämon. Das war meine Klinge. Guck mal genau hin. So, das waren nur 2, das haben wir ja gesehen. Hebel. Aber sonst ist hier doch gar nichts. So, na, einmal die Tür öffnen. Aber so richtig gelohnt, also Schätze haben wir da jetzt nicht gefunden. Irgendwo hier muss es sein. Ich weiß es, ich weiß es. Ja, ciao. Komisch. Und das war der Tempel? Nicht vorstellen, dass das schon gewesen ist. Ich muss, es tut mir leid, es tut mir echt leid, aber ich muss da jetzt nochmal eine Ehrenrunde laufen. Ich kann mir nicht vorstellen, wir haben noch nichts gefunden, außer ein paar Gegner. Ich meine, klar, Ruhm ist natürlich auch eine gute Sache, aber in diesem Fall hätte ich von einem Tempel eigentlich mehr erwartet, vor allen Dingen noch mit diesem komischen Rätsel der Tür oder was das da gewesen sein soll, mit den Hebelchen und so. Da hätte ich jetzt aber gedacht, dass hier irgendwie zumindest... Ach, das seid ihr, Mann! Ich dachte schon, aha, da war ja doch noch was. Ne, ist einfach nur so, so ein Rundgang, mehr ist das nicht. Klettern kann man hier auch sonst nichts, nirgends und gar nichts. Hä?
Ach, noch ein Sockel. Na also. Ich wusste doch, da muss was sein. Widerliche Spinne! Das tat richtig weh. Und ein kleines Äffchen, das sich verlaufen hat, wie es aussieht. Dem geben wir gleich mal ein bisschen Gesellschaft. Na komm, Kleiner. Priestermaske. Altes Wissen. Goldenes Zepter. Und noch ein Hebel. Na, da geht die Tür gleich auf. Nicht. Doch. Okay, dann kehren wir wieder zurück zum Spieler. Ja, da haben wir eine Zepter gefunden, Priestermaske und so. Das ist ja schon mal sehr schön. Ansonsten aber nichts. Ja, da hat sich der Matt ein bisschen vorschnell verabschiedet. Kann uns aber egal sein. Und einen Grog gibt es ja auch noch. Ich weiß gar nicht, wer den hier hingestellt haben soll. Hier hin. Entschuldigung, wenn ich mal die Blickwinkel ändere, aber ich möchte natürlich auch gucken, ob und was vor uns liegt. Uh-oh. Schmutzige Hände, ich hasse das. Wir sind hinter dem Spinnennetz, wie es aussieht. Bäh, ist das eine Vagina? Eine riesige, riesige... Was zum... Besiege Margoloth, aber gib Acht auf Überraschungen, die sie für dich bereithält. Ja, ja. Alter, ich hab doch die Klinge gewechselt. Ich hab nicht die Klinge gewechselt. Wo ist sie denn? Hä? Ich seh die nicht mehr. Ach, da hinten. Scheiße. Alter, jetzt reicht's aber. Lass das.
bin jetzt sehr ruhig, weil ich mich gerade konzentriere. Alter, jetzt reicht's aber. Mann, lass das doch mal. Lass das! Ja, das gibt's doch gar nicht. Boah, Alter, das ist ätzend. Ich krieg ja gleich. Boah. Alter, wie schnell kann denn die in Deckung gehen? Ich kann leider gerade gar nicht reden. Das gibt's doch nicht, Alter. Die haut hier ein Ei ums andere raus. Wie kann man denn so fruchtbar sein? Das ist voll die Gebärmaschine. Alter, wie die hier einfach am Gebären ist, das gibt's doch gar nicht. Die muss so ausgeleiert sein. Warum ist sie hier? Was passiert hier gerade? Wehe, die heilt sich, dann drehe ich aber durch. Das reicht's aber, Alter, sind die ätzend. Es gibt auch kein Area Damage oder so und wir haben hier einfach mal 50 Spinnen die ganze Zeit und dauernd greifen die von allen Seiten an. Ich krieg ja gleich ein Herz, Kaspar. Schnauze. Die ist einfach so am Gebären hier. Ich komme mir gerade vor wie bei Mitten im Leben. Hier gehen alle Heiltränke drauf einfach. Du brauchst sonst gar keinen, aber hier alle. Na komm schon. Geheilt? Nein, der hat sich geheilt! Die blöde Kuh kann sich heilen! Das gibt's doch gar nicht! Was für ein Kack! Wahrscheinlich auch noch unendlich mal! Jetzt lass doch mal! Das ist doch echt zu viel hier! Alter. Ich krieg gleich Aggro! Und die blöde Kacksau kann sich heilen! Wie beschissen!
völlig übertrieben, Freunde. Völlig übertrieben. Die hat sich nochmal geheilt. Die hat sich nochmal geheilt. Die ist schon auf die Hälfte wieder hoch. Wie lange soll man denn hier hängen, bitte? Wer hat denn so einen Scheiß gemacht? Alter, mir reicht's langsam. Verhältnismäßiger Kampf ist das denn? Nein, die heilt sich wieder! Die blöde, verkackte Scheißspinne heilt sich wieder! Das darf doch nicht wahr sein! Leck mich am Arsch, ist das ein beschissener Kampf! Entschuldigung, wenn ich mich gerade aufrege, aber das ist echt so völlig übertrieben. Das hätte auch schon ohne Heilung gereicht, Freunde. Ich kann mich hier unendlich lange Zeit dran aufhalten. Ich werde ihn niemals besiegen können, weil die sich immer wieder hochheilt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich tot bin. Das ist doch völlig übertrieben. Die hat nicht mal Waves oder sonst irgendwas, wo man sich dran orientieren kann. Halt die Schnauze, Alter! Leck mich doch am Arsch! Ja, komm, ey, leck mich! Ich bin gerade so sauer, dass ich überlege, das Let's Play abzubrechen. Das ist so unverhältnismäßig. Sogar das Seemonster war völlig in Ordnung. Aber das hier ist ein im Spielverlauf so ein unverhältnismäßiger Kampf. Das habe ich noch nie erlebt. Noch nie. Und hat sich wieder geheilt. Weißt du was? Fick dich, Spiel. Ciao.